So, moin moin, der YouTuber GermLetsPlay hat die Telekom angetwittert. Er hat geschrieben, es macht echt Spaß mit euch. @Telekom hilft und darunter ein Icon, wo man eine Netztrennung sieht. Darauf hat dann die Telekom reagiert und hat geschrieben, Stimmung machen ist einfach. Seit 3 Wochen versuchen wir einen Termin mit dir auszumachen. Hashtag ans Telefon gehen hilft. Ein Nutzer hat darauf geantwortet, schaltet den einfach aus, würdet uns einen Gefallen tun und zumindest mich wieder als Kunden gewinnen. Ein GLP-Fan hält dagegen und schreibt, dein Scheiß ernst, GLP ist der Beste. Und ihn so zu haten ist geschmacklos. Hashtag Kürbistumor. Ein GLP-Fangirl hat dann der Telekom geantwortet, lasst ihn doch in Ruhe. Wenn er einfach nicht rangeht, geht er nicht ran. Manche Leute haben auch ein Privatleben, Ausrufezeichen. Darauf hat Gulliver geantwortet, laut Telekom, seit 3 Wochen nicht und du sprichst von einmal verblendetes Kind. Darauf antwortet das Fangirl, dummes Opfer, Mann. Und das Ganze geht dann noch eine Weile weiter, aber gut, kommen wir zu GLP zurück. GLP hat der Telekom geantwortet, der Techniker war bereits da und konnte kein Stück helfen. Immer noch exakt die gleichen Probleme wie zuvor. Darauf hat die Telekom geantwortet, wir haben einen Experten für dich angefordert, der noch mehr Möglichkeiten als der Techniker hat. Die Kollegen kontaktieren dich nächste Woche nochmal zur Terminabsprache. Solange DSL unsauber läuft, ist Bonding mies. Guten Rutsch. Okay, kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Der YouTuber Rivenzeit hat einen Charity-Livestream gestartet und dort sind um die 27 Euro für den guten Zweck bei rausgekommen. Rivenzeit schrieb dazu auf Twitter, Alter, ihr seid krass, circa 27.000 Euro für den guten Zweck beim 24-Stunden-Charity-Stream gesammelt. Danke an euch alle und an die vor Ort hier. Rivenzeit wurde dort von vielen anderen YouTubern auch unterstützt, die selber auch im Stream dabei gewesen sind. Die Spenden gehen an Aktion Lichtblick und an TSN. TSN ist ein eingetragener Verein, welcher Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Namibia fördert. Also eine richtig schöne Sache, dass für so etwas YouTuber ihre Reichweite einsetzen. Von daher geht der Win der Woche an die YouTuber, die das ermöglichen. Haben. Das war auf jeden Fall eine anständige Aktion und wir kommen zum nächsten Thema. YouTube hat nun selber Klarheit bei den Bestätigungshäkchen geschaffen. Euch ist bestimmt aufgefallen, dass gerade große YouTuber häufig hinter ihrem Namen einen Haken haben. Dieser Haken soll die Echtheit des YouTubers signalisieren. Früher hatte YouTube nie konkret gesagt, wie man an diesen Verifizierungshaken kommt. Praktisch sah es dann so aus, dass eine Menge von Netzwerken das Recht von YouTube gekriegt hatten, selber diesen Haken an ihre Partnerkanäle zu vergeben. Einige Netzwerke hatten dann damit sogar geworben gehabt, diesen Haken zu vergeben und haben dann teilweise YouTuber diesen Verifizierungshaken gegeben, die noch keine 100 Abonnenten auf ihrem Kanal hatten. Das war dann wohl irgendwann YouTube ein Dorn im Auge. So gibt es angeblich nicht mehr die Möglichkeit, über ein Netzwerk einen Verifizierungshaken zu bekommen. Aber dafür hat YouTube nun ganz offiziell auf ihrer Support-Seite geschrieben, dass man ab 100.000 Abonnenten einen Verifizierungshaken beantragen kann. YouTube schrieb dazu, da wir im Laufe der Zeit einige Änderungen an dem Verfahren vorgenommen haben, kann es sein, dass du nun auf YouTube viele verschiedene Arten von Kanälen mit Bestätigungskennzeichen siehst. Damit deutet YouTube an, dass es wohl auch Kanäle gibt, die deutlich weniger als 100.000 Abonnenten haben und dennoch dieses Bestätigungskennzeichen besitzen. Und dieses Kennzeichen wurde dann wohl von den Netzwerken vergeben. Die große Veränderung ist, dass YouTube nun erstmals und ganz offiziell Anträge für dieses Verifizierungshäkchen annimmt. Voraussetzung, und das schreibt YouTube, sind halt 100.000 Abonnenten. Okay, ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime!